Das Geschehen an den Aktienmärkten ist heute überschaubar spannend. Wir sehen die US-Indizes leicht im Negativen, möglicherweise Tapering-Furcht. Warum sehen wir gleich? Gold deutlich unter Druck, Silber deutlich unter Druck. Warum sehen wir auch gleich? Aber heute war geradezu ein Beispieltag für das, was mit Lieferketten, Lieferengpässen verbunden ist, welche Konsequenzen das hat. Da gibt es nämlich einige Gewinner und sehr viele Verlierer und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Also von Lieferketten, Lieferengpässen über Inflation, über Gold, über das ganze Programm ist dabei. Fangen wir mal an mit den Lieferengpässen. Heute die Meldung vom Maschinenbau. 81% der Firmen haben Lieferprobleme, haben also Teile nicht, können daher weniger produzieren und haben daher weniger Umsatz. Das bremst also das Wachstum, denn wenn ich eine Maschine nicht verkaufe, dann bekomme ich dafür kein Geld, dann fließt das nicht in das BIP ein. Also das ist ganz klar, das hemmt das Wirtschaftswachstum. Und die Firmen haben, wie ein Artikel des Wall Street Journal zeigt, immer mehr Probleme mit den hohen Shipping-Kosten, also mit den Transportkosten, vor allem per See. Das drückt auf die Kosten der Unternehmen und die werden sie weitergeben müssen. Und das ist bisher ja eine Geschichte, die durchaus nicht transitory ist. Und hier sehen wir haben neue Rekorde, was die sogenannten Container Rates betrifft. Wer also von Shanghai nach New York verschiffen will, der zahlt $16.138, absolutes Allzeithoch. Überall weiter steigende Preise, da gibt es überhaupt keine Entspannung, vor allem eben im Handel zwischen Asien und Europa, respektive Asien und den USA. Es geht also weiter nach oben. Auch das ist jetzt nicht gerade ein direkter Beleg für diese transitory, für diese vorübergehende Inflationsthese, die derzeit schlichtweg nicht hinhaut. Wir sehen dann das nächste Opfer, Autozulassungen in der EU mit -19%. Das ist also ziemlich deutlich. Ist es so, dass die Leute keine Autos mehr kaufen wollen? Nein, es gibt nur zu wenige Autos, weil es eben zu wenige Chips gibt. Wir sehen also hier wieder Lieferengpässe. Eines der prominentesten Opfer ist die Autoindustrie. Werden wir gleich auch bei den US-Einzelhandelsumsätzen sehen. Und so kommt es, dass dann zum Beispiel auch die hohen Energiepreise, die ja auch mit Lieferkettenproblemen teilweise zu tun haben und einigen anderen Sachen, dass da etwa ein Düngemittelhersteller wegen zu hoher Energiepreise jetzt seine Produktion einstellt, Düngemittelproduktion. Düngemittel sind ja auch sehr, sehr teuer für die Landwirte geworden. Also auch hier Wirtschaftsabschwächung voraus. Und wo Verlierer sind, da sind natürlich auch Gewinner. Möller Maersk, die weltgrößte Reederei, hat heute gesagt, boah, wir heben mal unsere Erwartungen deutlich an. Klar, es werden solche massiven Preise bezahlt, dass natürlich diejenigen, die dann diese Dienstleistung, die den Transport übernehmen, vor allem per Schiff, wie Möller Maersk natürlich besonders profitieren. Also Reedereien sind die ganz großen Gewinner, denen ging es aber auch jahrelang sehr, sehr schlecht, den allermeisten zumindest. Jetzt hat sich das komplett geändert. Und natürlich wird dann reagiert auf diese Situation. Wir sehen heute mal die Containerbestellungen. Jetzt im Jahr 2021 sind schon bislang, also bis jetzt in den September, schon mehr Container bestellt worden als in den letzten 15 Jahren. Das heißt, wir werden in diesem Jahr ein neues Allzeithoch auch sehen bei den Containerbestellungen. Ist da so ein Schweinezyklus am Start? Also es gibt einen Mangel, es gab ja zu wenig Container, jetzt werden Hunderttausende von Containern bestellt und irgendwann kommen die auf den Markt und dann ist die Nachfrage gar nicht mehr so da. Das war ja genau das Problem auch für viele Reedereien, die dann Schiffe bestellt haben, weil die Sachen ja so toll liefen. Dann kam die Finanzkrise, dann brauchte keiner mehr diese Schiffe. Dann war das Jammern groß, die Preise brachen ein. Jetzt haben wir die Situation, dass die Preise sehr hoch sind und natürlich alle jetzt diese Container bestellen. Aber es sind ja nicht nur die Container, es sind auch die Schiffe. Es fehlt also an Schiffen auch vorwiegend, nicht nur an Containern. Und diese Schweinezyklusthese, die vertritt mein Kollege, der Wolfgang Müller, der heute einen Artikel geschrieben hat, hohe Inflation, historisch kein Dauerphänomen, wo er zeigt, dass natürlich immer solche Spitzen entstehen. Aber wenn die Dinge zu teuer werden, dann können sich die Konsumenten das nicht leisten, dann sinkt die Nachfrage. Alles richtig, bin ich auch. Historisch ist das ja relativ eindeutig, dass diese Spitzen relativ kurz sind. Hier diese blauen Spitzen nach oben. Hier eine Darstellung von 1872 bis heute. Aber wir haben durch Corona eben eine völlig andere Situation und wir haben eben auch jetzt die Situation, dass sich die Globalisierung deglobalisiert ein Stück weit, dass also praktisch diese Vernetzung der Welt
naja, ich will nicht sagen zusammenbricht, aber sie entknüpft sich in gewisser Weise und dadurch könnte der Kostendruck dauerhaft hoch bleiben bei gleichzeitiger Wirtschaftsabschwächung, was dann eben Stagflation bedeuten würde. Die große Unbekannte ist hier China. Gibt es da eine Art noch deutlichere China-First-Politik als ohnehin schon? Manches deutet ja darauf hin, zu China gleich mehr. Da sind wir schon mit China, denn ich hatte heute Morgen ja über Evergrande gesprochen, dieses Immobilienunternehmen, größtes Immobilienunternehmen, Immobilienentwicklungsunternehmen in China, das praktisch insolvent ist, jetzt praktisch auch die Anleihen nicht mehr gehandelt werden. Und es ist nicht nur Evergrande, schauen wir uns mal auch andere Immobilienentwickler an. Die sind auch massiv unter Druck und das ist nicht ganz ohne, denn der Immobiliensektor macht sage und schreibe 28% der chinesischen Wirtschaft aus. Und das große Problem ist, dass China wahrscheinlich eine massive Immobilienblase hat, denn der Zuzug vom Land, der ist im Grunde nicht mehr der Fall. Das Ding ist abgeschlossen, die chinesischen Städte. Und es gibt diese Landflucht in dem Sinne nicht mehr so stark, einfach weil der Hochpunkt da längst überschritten ist. Wer in die Stadt gehen wollte, ist in der Stadt. Und wir sehen jetzt eine Schrumpfung der chinesischen Bevölkerung. 2020 ist das erste Mal geschrumpft. Die demografische Perspektive ist äußerst negativ. Wer braucht dann also die vielen Wohnungen, zumal diese Wohnungen extrem teuer sind? Wenn ich jetzt ein Kind habe zum Beispiel als Elternteil, dann muss ich die Ausbildung meines Kindes finanzieren. Ich muss wahrscheinlich meine Eltern noch finanzieren. Ich muss mir dann eine Wohnung leisten können, damit ich überhaupt heiraten kann. Also das wird immer schwieriger, da knarzt und knallt es so ein bisschen. Und wie gesagt, das ist die große Gefahr für die chinesische Wirtschaft insgesamt. Werden jetzt die Machthaber in Peking retten? Möglich, aber nicht ganz sicher, denn es ist eben so, dass hier vorwiegend ausländische Investoren drin sind, die da nämlich Anleihen gekauft haben von Evergrande und anderen Immobilienentwicklern. Warum? Weil es da sehr schöne Zinsen gab, teilweise über 10%. Das sind also teilweise Pensionskassen, da sind viele verschiedene institutionelle Investoren drin und die würde dann Peking ausbailen müssen. Es geht also nicht nur um chinesische Banken, sondern es geht vorwiegend um ausländische, also nicht chinesische Investoren, die hier viele Milliarden im Feuer haben. Und das könnte ziemlich ungemütlich werden, wenn Peking eben sagt, nö, das ist mal euer Thema. Wir sehen weitere Probleme in China. Tencent Holdings jetzt nicht mehr unter den 10 wertvollsten Unternehmen der Welt. Systematisch ja zerschossen worden durch die Führung in Peking. Didi alleine, der Fahrdienstleister, vergleichbar mit Uber, 30% weniger Nutzer als vor dem Crackdown durch Peking. Also wir sehen, da wird systematisch zerstört und runtergefahren, könnte man sagen. Apropos China, ganz interessant, hier hat der Analyst Gordon Johnson mal verglichen, was Tesla gesagt hat, was sie in China verkauft haben im August an Fahrzeugen und hat das mal mit Versicherungsdaten verglichen und ihm ist aufgefallen, dass bisher die Verkaufszahlen von Tesla und den Versicherungsdaten übereinstimmen, mehr oder weniger. In China muss jeder sein Auto versichern, das wie auch hier in Deutschland. Dementsprechend gibt es eine massive Divergenz zwischen den behaupteten, von Tesla behaupteten 11.576 Fahrzeugen, die man in China verkauft habe, aber nur 1.538 Versicherungen, die auf Tesla lauten. Hat man da seitens der Marketingabteilung von Tesla vielleicht einfach eine Ziffer zu viel hingemacht, würde so ein bisschen den bisherigen Bilanzpraktiken von Elon Musk natürlich entsprechen. Und Bilanzpraktiken, die sind auch dem Jerome Powell sehr vertraut. Jetzt hat er allerdings das Problem, dass seine Mitglieder Kaplan und Rosengreen gerne ein bisschen mal an den Märkten gezockt haben, die sie durch ihre Geldpolitik maßgeblich beeinflussen. Jetzt hat Jerome einen Auftrag gegeben an die Mitglieder, und gesagt, untersucht mal ethische Regeln, ob das korrekt ist, ob das zu machen ist als FED-Mitglied, dass man da an den Märkten handelt. Etwa der Kaplan hat ja S&P Futures gehandelt in massivem Volumen, nicht nur Aktien. Und geht das überhaupt? Hier fragt etwas Sven Henrik, ja, was wusste Paul zu welchem Zeitpunkt? Wusste er, dass etwa Kaplan S&P Futures tradet? Wenn er es nicht wusste, warum nicht? Und wenn er es gewusst hatte, was hat er dagegen gemacht? Hat er das diskutiert? Das wären doch alles mal Fragen, die wir nächste Woche
gerne hören würden auf der Pressekonferenz von Jerome Powell nach der Fed-Sitzung, ist ja dann nächsten Mittwoch. Und schauen wir uns mal das Vermögen an von Jerome Powell. Der besitzt ja auch so ein paar Aktien, gell, so um und bei 50 Millionen. Das Vermögen davon 59% Equities, also US-Equities, nur US-Aktien. Da ist also nichts anderes drin. Und also mehr als die Hälfte, da müsste er vielleicht auch mal bei sich anfangen. Das wäre eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten heute ja die US-Einzelhandelsumsätze, ich hatte das heute Morgen angekündigt als das Highlight, und die waren deutlich besser als zuvor. Allerdings wurde der Vormonat doch relativ deutlich nach unten revidiert, aber dennoch, es war deutlich besser. Vor allem die Online-Umsätze mit 5,3%. Jetzt sind die Online-Preise 15 Monate in Folge gestiegen. Das gab es so noch nie. Furniture sind besser verkauft worden. Was hier das Problem war, ist Electronics und Autos, also praktisch Lieferengpässe, die hier der Fall sind. Das hat hier auch schon reingeschlagen und eine noch bessere Zahl verhindert. Wir haben jetzt immer wieder das Muster gesehen, dass zunächst mal die Aktienmärkte gut gelaufen sind. Auch nach den Einzelhandelsumsätzen, die ja erfreulich waren, ging es zunächst mal nach oben, aber immer wieder wurde dann abverkauft. Na, schauen wir mal, ob es heute auch so ist. Inzwischen haben sich die US-Indizes wieder erholt, auch wenn sie jetzt nicht wirklich ins Plus bisher gelaufen sind, kann sich aber noch ändern. Übergeordnet ist es eben schon sehr teuer. Wir sehen hier die Real Earnings Yield, sie sind so niedrig wie seit den frühen 80er Jahren nicht mehr, damals ja auch eine massive Inflation. Also da muss sich was ändern, sonst gibt es Bewertungsprobleme bei den US-Aktien, aber auf der anderen Seite zeigen die US-Privatanleger, die Privatinvestoren, derzeit einen Pessimismus wie selten. 39% knapp sind pessimistisch, nur 22% sind optimistisch. Ein totaler, schneller Stimmungsumschwung, selten so passiert. Und hier sagt der Analyst, das ist Makrocharts, schaut euch das mal an, diese Stellen, diese Umschwünge in der Stimmung, die sind meistens ja, ein Beleg dafür, dass es dann wieder nach oben geht. Wir hatten hier so ein Korrektürchen und generell ist ja derzeit die Situation, geht es mal ein bisschen runter, sind die Märkte auch technisch sofort irgendwie überverkauft. Das habe ich so noch nie gesehen. Sobald nach massiven Anstiegen dann eine kleine Bewegung nach unten kommt, ist man sofort technisch überverkauft, zeigen also die Parameter überverkauft. Sehr, sehr seltsam, aber das würde dafür sprechen, dass wir möglicherweise jetzt bald wieder vor einem Anstieg stehen. Das sagt Ihnen der vermeintliche Permabär. Aber es wird dann schwierig noch mit dieser ganzen Schuldenlimit-Geschichte, die Schuldenobergrenze. McConnell hat jetzt auch nochmal Janet Yellen gesagt, also hier mit der Schuldenobergrenze, das möchten die Demokraten mal für sich selber erledigen. Wir werden da nicht mitmachen, sprich wir werden uns verweigern. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das wird auch dann das ganze Infrastrukturpaket beeinflussen. Das wird wahrscheinlich sehr viel später kommen, wird sich um Wochen oder Monate verschieben. Und die Frage ist eben, kriegt man das hin? Das wird also ein ziemliches Hauen und Stechen. Und warum heute Silber etwa 5% abgestürzt ist, aber vor allem Gold nach unten gegangen ist, das können Sie bei finanzmarktwelt.de lesen, meine Damen und Herren. Warum der Goldpreis nach den Einzelhandelsdaten fällt. Für alle, die Gold besitzen, sicherlich wichtig zu verstehen, wie da der Mechanismus ist, nach welcher Logik das passiert. Ich werde das oder diesen Artikel unter das Video verlinken, sodass Sie sich das durchlesen können. Ist kurz, knapp und knackig und sage jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend. Servus und ciao.